Herzlich willkommen bei dem Science Slam aus dem Planetarium, aus dem Zeiss Großplanetarium Berlin. Ich darf Sie hier willkommen heißen in einem mehr oder weniger leeren Planetarium, bis auf die Technik und die Stargäste des Abends ist heute niemand hier. Wir wollen heute gemeinsam Ihnen aber trotzdem die Wissenschaft und dieses wunderbare Erlebnis des Science Slams zu Ihnen nach Hause bringen, zu Ihnen nach Hause an die Bildschirme, von denen aus Sie schauen, an Ihre Fernseher. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden von Ihnen, die heute Abend dabei ist, live. Wir wollen uns heute Abend mit etwas wahnsinnig Schönem beschäftigen, nämlich mit diesem großen Wort der Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftskommunikation ist etwas, was wir im Planetarium sehr wichtig finden und was allgemein ziemlich wichtig ist. Wir merken es gerade jetzt in der aktuellen Situation mehr denn je. Wissenschaftskommunikation brauchen wir. Bei Wissenschaftskommunikation passiert nämlich Folgendes. Tolle WissenschaftlerInnen, Wissenschaftler überall auf der Welt, überall im ganzen Land, die beschäftigen sich mit faszinierenden Fragen. Die stellen sich überhaupt erstmal Fragen, sind also neugierig genug und die investieren dann ganz viel Zeit und Energie, diese Fragen auch zu beantworten. Schade ist es leider, dass allzu oft dieses ganze viele Wissen und dieses ganze tolle Spannende, was sie herausfinden, hinter den verschlossenen Türen und in den Laboren bleibt und einfach nicht rauskommt. Und die meisten Menschen, wie Sie und ich, das einfach nicht mitkriegen hinterher. Und das ist natürlich ziemlich schade. Und wenn die Menschen es dann vielleicht doch mitbekommen, dann kann manchmal noch Folgendes passieren. Und zwar kann das Wissen einfach falsch wiedergegeben werden. Sie können es falsch erzählt bekommen in den Medien oder wie auch sonst. Oder sie bekommen es auf eine Art und Weise erzählt, die sie nicht verstehen, die sie nicht spannend finden und wo sie nicht begreifen, warum das Ganze eigentlich so toll ist. Wir hier im Planetarium wissen natürlich aber, dass Wissenschaft erstmal grundsätzlich spannend ist, toll, interessant. Es muss überhaupt gar nicht langweilig sein und ist vor allem auch für jeden immer etwas dabei. Im Planetarium bei uns erzählen wir dabei meistens etwas über die Wissenschaft der Sterne, des Nachthimmels und des Universums. Heute Abend haben wir uns dafür aber drei echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen. Unsere drei Stargäste des Abends, die Ihnen ihr eigenes Wissen, ihre eigene Forschung näher bringen wollen. Und zwar jeweils in 10 geballten Minuten. Das ist das, was ein Science Slam ausmacht. Ein Science Slam ist vor allem aber auch noch etwas anderes. Ein Science Slam ist nämlich auch ein Wettkampf. Das heißt, zum Ende unseres Abends wollen wir einen Gewinner, eine Gewinnerin küren und ehren. Und diese Siegerehrung, die müssen wir natürlich irgendwie festlegen. Wir müssen irgendwie rausfinden, wer hatte den besten Slam. Normalerweise hier bei unserem Planetarium vor einem Live-Publikum bekommen das die Slammerinnen und Slammer relativ schnell mit und zwar zum Beispiel am Applaus. Unser Applaus hier ist heute tatsächlich auch da, aber virtuell. Das heißt, alle Slammerinnen und Slammer bekommen heute genau den gleichen Applaus. Bei uns im Planetarium machen wir das bei den echten Live-Science-Slams meistens auch noch mit Karten. Wir verteilen Stimmtafeln überall im Publikum. Da stehen Werte von 1 bis 10 drauf. Und das Publikum kann sich immer gerne zusammensetzen, beraten und gemeinsam ausbaldowern, welchen Wert, welche Stimme, welche Zahl diese Slammerin oder dieser Slammer jetzt bekommen soll. Klappt heute im Digitalformat natürlich auch nicht. Aber abstimmen dürfen Sie natürlich trotzdem. Und zwar haben Sie dafür die Möglichkeit, in den Live-Chats Ihre Stimme abzugeben. Und zwar dem Live-Chat vom YouTube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin oder natürlich auf scienceslam.de, je nachdem von wo aus Sie diesen Livestream des Science Slams aus verfolgen. Während Sie Ihre Stimme abgeben und fleißig in die Live-Chats dann reinschreiben, Werte von 1 bis 10, erkläre ich gleich noch genauer, da überbrücken wir hier bei uns im Planetarium die Zeit. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit danach, um diese ganzen Stimmen und die ganzen Punkte zusammenzutragen. Das heißt, uns, dem Slammer in dem Fall oder der Slammerin und mir, bleiben ungefähr 2, 3, 4 Minuten vielleicht Zeit, in denen wir quatschen können. Und zwar Zeit, die ich nutzen kann, um den Slammer, die Slammerin auszufragen und auszuquetschen und etwas mehr über den Menschen hinter dem Slam-Vortrag zu erfahren. So viel zu der Stimmzeit. Jetzt möchte ich natürlich noch etwas über die Zahlen verraten, mit denen Sie nämlich die ganzen Slams bewerten dürfen. Ich hatte eben schon erwähnt, es sind Zahlen von 1 bis 10. 1 bis 10 ist natürlich jetzt noch ein relativ breites Spektrum, könnte ja alles drin sich verstecken. Fassen wir es also mal ein bisschen genauer noch zusammen. Und zwar fangen wir mal relativ niedrig an mit den Werten 1 bis 3. Bei einer Punktzahl von 1 bis 3 war der Slam selbst wahrscheinlich noch nicht ganz so toll. Es war ein Slam, wo der Vortrag selbst vielleicht nicht so gut war, die Folien waren vielleicht auch nicht so gut
präsentiert oder vorbereitet, ein bisschen leidenschaftslos vielleicht auch erklärt. Alles in allem vielleicht ein bisschen schade. Und da möchte ich gerne mal vorwegnehmen, so einen Slam hatten wir bei uns im Planetarium und ich glaube generell bei den meisten Science Slams noch nicht. Das passiert einfach nicht, denn die Slammerinnen und Slammer, die hierher kommen, die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich Mühe gegeben, sie haben schließlich auch Jahre ihrer eigenen Forschung in ein bestimmtes Thema investiert. Dass das Ganze komplett leidenschaftslos vorgetragen wird, das kann ich mir nicht vorstellen und das passiert, wie gesagt, auch nicht wirklich. 1 bis 3 können wir also erstmal außer Acht lassen. Wir arbeiten uns weiter hoch zu den Zahlen, sagen wir mal 4 bis 6 ungefähr. Im Spektrum 4 bis 6 sind wir vielleicht bei einem Vortrag, der schon gut war, der war schon okay. Das Thema hat sie vielleicht noch nicht ganz vom Hocker gehauen, aber es war mit ein bisschen Leidenschaft, Freude schon irgendwie präsentiert. Aber ein Vortrag zu diesem Thema reicht Ihnen dann vielleicht auch. Da sind wir, wie gesagt, bei einer 4 bis 6. Gehen wir weiter hoch. Wir sind bei einer 7 bis 8. Langsam war tatsächlich Leidenschaft in der Stimme. Das Thema war gut. Das hat Ihnen gefallen. Das war spannend. Und es hat Sie vielleicht auch sogar ein bisschen mitgerissen. Sie wollen danach vielleicht sogar noch etwas nachlesen. Wir sind bei einer 9. Sie wollen tatsächlich sich noch einen Podcast anhören, einen Vortrag. Sie wollen die ganzen Paper von dieser Person sich anschauen und in die Wissenschaft richtig einsteigen. Und wir sind bei einer 10. Das i-Tüpfelchen ganz zum Schluss, das finale Stadium, könnte man fast sagen. Der Vortrag, der sie absolut vom Hocker gerissen hat. Dieser Vortrag war genial. Sie wollen sich in die Uni einschreiben. Sie wollen zu Hause ihre Bildschirme abknutschen. Das war toll, das war genial, es hat ihnen Spaß gemacht. Und sie sind sofort mit Lachen und mit Interesse dabei gewesen. Das war ein richtig guter Slam. Dann vergeben sie eine 10. Ich bin richtig gespannt, was von diesen Punktzahlen und was von diesen Slams wir heute Abend hier gemeinsam hören werden. Ich freue mich schon richtig drauf. Und mit diesen ganzen Infos haben Sie jetzt schon fast alles, was Sie brauchen, um diese Science Slams heute Abend gleich zu erleben. Das Einzige, was noch fehlt, sind natürlich unsere 3 Stargäste des Abends, unsere 3 Slammerinnen und Slammer, die ich jetzt schon einmal zu mir auf die Bühne bitten darf. Bühne. Und das habe ich jetzt natürlich ein bisschen falsch gesagt, möchte ich vielleicht auch noch erläutern. Hinter mir nämlich unser wunderschöner Zeiss-Universarium-Sternprojektor. Bühne also in dem Fall im Planetarium-Sinne. Während die 3 Slammerinnen und Slammer auf die Bühne kommen, gehe ich aus dem Bild raus, damit wir das Ganze mit Abstand und zu Anfang auch noch mit Maske gemeinsam erleben dürfen. Mit Applaus natürlich, genau, der darf an dieser Stelle auf jeden Fall nicht fehlen. Den ersten Applaus, den gab es natürlich gratis. Freut mich natürlich, dass ihr den jetzt genießen durftet. Kostet den auch wirklich richtig aus. Er ist zwar virtuell, aber er ist immerhin ein Applaus. So, hier haben wir also nun unsere 3 Stargäste des Abends, die 3 Slammerinnen und Slammer. Ich stelle ganz, ganz kurz nur einmal ihre Namen vor. Wir haben hier links neben Bild, das ist rechts wahrscheinlich, haben wir Franka stehen, in der Mitte Tobias und ganz außen haben wir Hendrik. Unsere 3 Stargäste. Das nächste, was wir nun mit unseren 3 Slammerinnen vor Augen herausfinden wollen, ist die Reihenfolge. Dafür haben wir schon was vorbereitet. Und zwar bitte einmal die 3 Slammerinnen und Slammer unter euch greifen, da direkt an die Brüstung, da liegen diese 3 grünen Zettelchen. Und da stehen Nummern drauf. Bitte einmal mir laut vorlesen. Ich sehe deinen schon. Die 1. Franka hat die 1, das heißt, Franka wird mit dem ersten Slam auch anfangen. Tobias hat die 2, alles klar. Und Hendrik hat, was kann es jetzt noch sein? Natürlich die 3, alles klar. Ich schwöre euch, ich habe es wirklich gemischt. Aber okay, gut. Dann haben wir unsere Reihenfolge. Perfekt. Nummer 2 und 3, Tobias und Hendrik, ihr dürft gerne wieder von der Bühne runtergehen. Und Franka, du darfst gerne auf der Bühne stehen bleiben. Wenn du vielleicht darüber gehen kannst. Perfekt. Dann kann ich nämlich noch mit zu dir. Und ich kann dich ganz kurz vorstellen, aber zur Erinnerung, ich werde keine lange Vorstellungsrunde machen, jetzt zu Anfang, denn das, der Moment, wo wir die Slammerin und den Slammer jeweils genau kennenlernen, das ist der Moment nach dem Slam. Vor dem Slam also nur die allerwichtigsten Infos in aller Kürze. Vor uns haben wir also unsere wunderbare Slammerin. Franka war tatsächlich schon des Öfteren hier, da werden wir gleich bestimmt noch mehr drüber reden. Und Franka hat uns mitgebracht aus dem Forschungsthema Hirn und Hormone einen Titel, einen Slam mit dem wunderbaren Titel, den ich wirklich auch ziemlich passend finde, Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt. Damit wünsche ich euch, liebes Publikum, Ihnen, liebes Publikum, zu Hause vor Ihrem Bildschirm ganz viel Spaß mit dem ersten Slam. Liebe Franka, deine 10 Minuten laufen und für Sie gleich die erste
Abstimmungszeit. Viel Spaß und viel Erfolg. So, dann fangen wir recht an. Also, ihr habt schon gehört, es geht heute um Hormone. Was sind Hormone? Naja, wir kennen die als diese kleinen Teilchen, die das Leben managen, das Universum und den ganzen Rest. Oder wie wir sagen würden, Stimmungsschwankungen. Das ist natürlich nicht das, was sie tun oder das, was ich tue, aber da kommen wir noch hin. Bleiben wir erstmal bei dem, was wir denken, was Hormone so tun. Da ist unsere Vorstellung so ein bisschen in den 50er Jahren stecken geblieben. Wir denken also so an Hitzewallungen, kurzfristige Aussetzer, alles, was Elon Musk gerade so macht. Und da kann man sich schon mal fragen, why though? Also was soll das Ganze und muss das sein? Und auch da ist unsere Vorstellung so leicht 50er Jahre lastig. Wir denken an Hormone als nervigen Nebeneffekt von irgendeiner Körperfunktion. Oder auch einfach als evolutionäres Überbleibsel von einer Zeit, als Brusttrommel noch als Flirtstrategie durchging. Im schlimmsten Fall nutzlos oder noch schlimmer, schädlich. Auf jeden Fall etwas, das man als erwachsener Mensch am besten ignorieren sollte. Damit tun wir ihnen aber Unrecht, also den Hormonen nicht. Ihr wisst schon. Also, was tun Hormone wirklich? Hormone kommen von den Drüsen und gehen eigentlich überall hin im Körper und überbringen da Signale. Zum Beispiel sagt uns Melatonin, wenn die Sonne untergeht, Cortisol sagt uns, wann sie aufgeht. Und wie gut das funktioniert, diese Kommunikation, macht den Unterschied zwischen Morgenmenschen und Morgenmuffeln. Jetzt kann man natürlich sagen, wozu brauche ich da diese ganzen Drüsen und dieses ganze eklige Zeugs? Das kann doch mein Nervensystem machen mit dem Gehirn, das ist mir weniger suspekt. Verständliche Frage. Allerdings ist es so eine Sache mit dem Nervensystem. Wenn die Signale da kommen, dann haben die meistens ein festes Ziel, die machen sich auf den Weg, folgen einer vorgefertigten Bahn und erreichen uns dann als einmaliges Signal, wie so ein kurzes Flimmern. Hormone sind ein bisschen mehr wie Twitter, das heißt, sie können den ganzen Körper erreichen und das ziemlich schnell und weitreichend und auch langanhaltend. Das macht Sinn, denn in den meisten Situationen wollen wir ja, dass alle Teile unseres Körpers zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig unterminieren. Was bringt uns das, wenn die Beine weglaufen und der Kopf macht Sudoku? Gerade wenn es mal wirklich eng wird, ist das nicht hilfreich. In solchen Situationen wollen wir die Gänsehaut, wir wollen die geweiteten Pupillen, das schlagende Herz und das ratternde Gehirn. Anders gesagt, wir wollen unser Salience-Netzwerk an der Arbeit sehen. Salience-Netzwerk, das so ein bisschen tiefer im Gehirn, ist verantwortlich für Aufmerksamkeit und Alarm. Aber das nicht nur im negativen Sinne. Wir wissen ja alle, Entspannung ist schön und gut, aber Höchstleistung schaffen wir mit Anreizen. Am besten natürlich positive. Und im schlimmsten Fall tut es auch Kaffee. Das heißt allerdings nicht, dass uns Hormone jetzt nur aufgeregter machen können. Sie können uns durchaus auch beruhigen. Serotonin ist so ein Kandidat, das das macht. Sanfte Entspannung. Dafür bindet es aber weniger an dieses Salience-Netz als an den präfrontalen Bereich, die Exekutive, die unserem Gehirn manchmal auch sagen kann, wann Schluss ist. Wie machen Hormone das? Wenn wir uns so eine Zelle vorstellen, dann können Hormone da andocken nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das kann dazu führen, dass die gleiche Zelle nicht mehr reagiert, ganz egal, wie oft sie angestoßen wird. Oder auch, dass sie überreagiert. Andere Hormone können in den Zellkern vordringen. Da können sie die Gene anstupsen und quasi sagen, dass sie machen sollen, was in ihnen geschrieben steht. So werden dann Rezeptoren gebaut und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben plastische Veränderungen. Hormone können tatsächlich unser Gehirn mitgestalten. Und das eine dieser Veränderungen, die sie dabei gestalten können, ist zum Beispiel, wie stark diese Teile miteinander verbunden sind. Der etwas denkendere präfrontale Bereich und eben diese Aufmerksamkeit-Alarmregion. Im Idealfall sind die ganz gut miteinander gekoppelt und arbeiten zusammen. Schließlich bringt es uns nicht, wenn unser Verstand emotional abgeschottet ist. Vor allen Dingen macht uns das nicht wirklich hilfreicher. Es bringt uns aber auch nichts, wenn der präfrontale Kortex sich nicht durchsetzen kann und wir die ganze Zeit emotional überfordert sind. Tatsächlich macht uns auch das gar nicht hilfreicher. Also, was mache ich? Ich gucke mir eben Hormone an, wie wirken die auf diese Wechselwirkung und was hat das für unsere Beziehung für eine Bedeutung? Nehmen wir mal so ein klassisches Hormon, das viele Leute kennen, Testosteron. Da denken viele so ein bisschen an Gewalttätigkeit und Aggression. In Wirklichkeit hat es viel mit Dominanz eher zu tun. Oder auch mit Sex. Und das ist der Grund, warum Gorillas immer so aussehen, als würden sie für Tinder posieren. Was bedeutet das im Gehirn? Naja, Testosteron aktiviert gerade diesen Teil Aufmerksamkeit und Alarm, aber eher in der Belohnungsecke als in Angst. Außerdem entkoppelt es sie so ein bisschen von dieser mahnenden Stimme des präfrontalen Kortex. Das heißt, unter Testosteron sind wir durchaus emotional, aber vorwärtsgewandt. Und so sehen auch unsere Problemlösungsstrategien aus, wenn wir unter Testosteroneinfluss stehen. Aber jetzt so ein Mindset, was bedeutet das denn eigentlich
für soziale Beziehungen? Wie soll das funktionieren? Wie man sich denken kann, macht uns Testosteron nicht unbedingt sozial sensibler für die Gefühle unseres Gegenübers. Genau genommen macht uns Testosteron oft nicht unbedingt sensibler für unsere eigenen Gefühle. Korreliert zum Beispiel mit Alkoholismus, auch in Spielsucht und Sachen, die uns selber manchmal schaden. Und da müssen wir auch auf uns aufpassen. Aber was bedeutet das im Familienkontext? Da hat man sich lange gedacht, das kann ja nicht gut gehen. Da hat man ja quasi zwei große Kinder. Und die ersten Ergebnisse schienen auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Verheiratete Väter haben die niedrigsten Testosteronwerte. Das speziesübergreifend eigentlich. Und je niedriger die sind, desto mehr spielt man mit dem Kind. Und es hat so ein bisschen zu diesem Bild beigetragen, dass Kinder quasi der natürliche Feind von Männlichkeit sind oder sowas. Beziehungsweise, dass man seine Männlichkeit aufgeben muss, um ein guter Vater zu sein. Aber dieses wunderschöne Bild so zu interpretieren, wäre natürlich sexistische Kackscheiße. Heute wissen wir viel mehr, zum Beispiel, dass wir unter Testosteron stärker auf Kinderschreien reagieren. Unser Gehirn wirkt dann aktiver und das Testosteronlevel steigt an. Was wir im Labor herausgefunden haben, ist zum Beispiel auch, dass wir stärker auf Kinder in Not reagieren, wenn wir unter Testosteron stehen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Erziehung eben nicht nur Fürsorge und Liebe braucht, sondern ganz oft auch einfach mal schnelles Handeln. Und dafür ist Testosteron wie gemacht. Das bedeutet, wahrscheinlich spielt es doch eine wichtige Rolle im Familienkontext. Die Frage ist eher, in welchen Situationen und wie viel. Zu viel ist wahrscheinlich nicht gut. Das heißt, die aktuelle Theorie geht dahin, dass Testosteron im Familienkontext eher runtergehen soll, aber dass wir es in den richtigen Momenten mobilisieren, gerade zum Beispiel, wenn es Schutz braucht. Anderes Beispiel, Oxytocin, das kennen wir so ein bisschen als das Hormon, das Soziales für uns belohnend macht und das uns Beziehungen genießen lässt. Und tatsächlich, wenn man ins Gehirn gucken könnte, koppelt das stärker dieses emotionale Verarbeiten und die soziale Intelligenz, das Nachdenken, die Perspektivübernahme. Das geht zusammen in dieser Zeit und das ist das ideale Mindset für soziale Beziehungen. Ziemlich häufig jedenfalls. Jetzt wissen wir aber auch, dass es immer große individuelle Unterschiede gibt bei solchen Sachen. Zum Beispiel fühlen sich manche Menschen wohl in so einem Fürsorgekontext, andere Leute halten das für eher überschätzt. Und wenn man so ein bisschen wissen möchte, wo solche Unterschiede herkommen, dann macht es Sinn, sich bei Kindern umzugucken. Die sind immer ziemlich schnell emotional überfordert. Und das hat damit zu tun, dass bei denen diese Kopplung gar nicht so richtig existent ist. Was wir von Geburt an können, ist den Verstand ausschalten, wenn es eng wird. Alles andere müssen wir sanft lernen, mit anderer Hilfe. Aber was passiert, wenn wir jetzt unter verhärteten Bedingungen aufwachsen? Dazu sagt uns die Epigenetik was. Epigenetik ist so eine Art, die DNA zu verändern, die man sich vorstellen kann wie so Bleistiftschreiben am Code, wo man einzelne Sachen durchstreicht oder markiert. Durch Methylketten zum Beispiel, die sich an die DNA anlagern. Und wir wissen ja, manchmal braucht man an einem Gesamtbild gar nicht so viel zu verändern, damit das ganze Bild sehr anders wird. Anders gesagt, biologisch gesagt, diese beiden Mäuse sind eineiige Zwillinge. Man kann das Ganze auch sehen an den Genen, die wir für Stresssysteme und für Oxytocin brauchen. Zum Beispiel, wenn man so eine Maus häufiger stresst, dann würden wir an den Genen diese Anlagerung sehen. Und diese Maus würde dann wahrscheinlich auch aufwachsen und ein bisschen aufgeregter sein. Das Gleiche gilt, wenn wir den Stressor jetzt eliminieren und die Mutter, von der wir sie hochgehoben haben, mit Bürsten ersetzen. Bei Mäusen funktioniert das top. In dem Fall sieht man diese Anlagerung eben weniger. Und das ist was man auch bei Kindern probiert. Deswegen gibt es dieses ganze wunderbare Kangaroo Care mit Effekten über Jahre hinweg. Und man kann das gar nicht oft genug sagen. Natürlich funktioniert das auch bei Vätern. Das Letzte jetzt noch, was wir uns angeguckt haben bei uns im Labor, ist, wir haben uns Oxytocin angeguckt und wie wirkt so Kindheitstrauma zusammen mit dieser Ummantelung der Gene und wie beeinflusst das, wie wir auf Erwachsene und auf Kinder reagieren. Und was wir gefunden haben, ist, dass es zwei Wege gibt. Die eine Möglichkeit ist, bei Trauma sehr viel Ummantelung zu haben und dann eben Schwierigkeiten, soziale Informationen zu verarbeiten. Die andere Möglichkeit ist, sehr wenig zu haben, aber deswegen eben ein bisschen sozial überfordert zu sein und einfach von diesen Signalen ein bisschen verschreckt zu sein. Und das entspricht dem, was wir auch von den Mäusen gelernt haben, nämlich, dass es ganz verschiedene Arten gibt, auf Trauma zu reagieren. Das eine ist eben das Aufgeregte, aber irgendwann wirkt auch ein Coping-Mechanismus und wir werden vielleicht zu entspannt, aber dadurch vielleicht auch wirklich gute Geheimagenten. Das heißt, wir können erstmal verstehen, dass Trauma viel vielschichtiger ist, als man früher dachte. Und außerdem können wir auch verstehen, dass Sachen, die uns auf den ersten Blick wie ein Nachteil wirken, in einer anderen Umgebung vielleicht wie ein Vorteil sein können. Das heißt, es gibt noch ganz viel rauszufinden. Und solange wir noch auf diesem Weg sind, macht es Sinn, vor allen Dingen auf unsere sozialen Fähigkeiten Acht zu geben. Gerade jetzt in solchen chaotischen Zeiten uns vor allen Dingen darum zu bemühen, dass wir Bindungen haben, möglichst wenig Stress und alle hier irgendwie durchkommen. Das ist das Wichtigste, was wir gerade machen können. Der Mensch hat ja diese wunderbaren sozialen Fähigkeiten und müssen sie einsetzen. Gewusst ist wie.
Vielen Dank. Liebe Franka, das war dein Applaus, den darfst du auch wirklich bis zur letzten Sekunde auskosten, auch wenn es natürlich virtuell war, aber den Applaus hast du ja auf jeden Fall verdient. Klasse Vortrag, klasse Slam. Bevor wir uns dazu weiter unterhalten, jetzt geht es nämlich nochmal an Sie. Die Aufgabe liegt bei Ihnen, liebes Publikum, zu Hause an Ihrem Bildschirm abzustimmen. 2 Minuten haben Sie dafür Zeit. Nur nochmal zur Erinnerung, abstimmen dürfen Sie im Live-Chat von dem YouTube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin oder auf der Website von ScienceSlam.de. 2 Minuten, wie gesagt, haben Sie dafür Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt und wir dürfen uns jetzt unterhalten. Liebe Franka, erstmal ein klasse Vortrag, klasse Thema. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt nämlich noch zu dir mit dazu sagen wollte und unbedingt noch mit dem Publikum teilen wollte, bevor es mit den ganzen Fragen weitergeht. Nämlich zum Beispiel, dass du von deinem Slam, dass du heute Abend hier auftreten darfst, erst seit einer Stunde weißt. Oder naja, eine Stunde vorm Slam, bevor du hierher gekommen bist. Es war super spontan, du bist eingesprungen für jemanden, der eigentlich anstelle von dir heute hier hätte auftreten sollen. Vielen Dank, dass du so spontan warst. Und Hochachtung dafür, dass du unter dieser Spontanität diesen Vortrag hier nochmal vom Hocker gehauen hast. Bitte schön, einen virtuellen Dank. Applaus alleine dafür, dass ich nochmal Hosen angezogen habe. Ich meine, das war hart. Ich bin sicher, man hat mir das auch überhaupt nicht angemerkt, dass ich völlig konfus war. Aber behalte das im Hinterkopf. Nein, das war ganz große Klasse, deswegen wollte ich es auf jeden Fall nämlich mit dazu erzählen einmal. Dann habe ich mir noch was anderes aufgeschrieben, was ich nochmal mit dazu sagen sollte. Das hast du mir nämlich eben erzählt. Und zwar, dass dein Slam-Titel von heute Abend der Titel von deinem Buch ist, das du geschrieben hast. Ja, das stimmt. Klasse. Möchtest du uns dazu noch was erzählen? Ja, es ist im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch sehen kann. Aber hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt, ist der Titel. Und es ist rausgekommen, passenderweise zum Lockdown quasi, zum ersten Tag. Aber es geht genau um Oxytocin, Testosteron, aber auch die ganzen anderen Sachen, um Serotonin, darum, was die Pille macht und wie wir Hormone ganz oft unterschätzen, beziehungsweise wie wir unterschätzen, wie sie uns helfen und überschätzen, was sie in unserem Leben alles an Chaos und Konfusion anrichten. Wobei wir natürlich nie beachten, was wir mit unseren Hormonen an Chaos anstellen. Wie bist du überhaupt erst zu diesem ganzen Thema Hirn und Hormone gekommen? Hast du Medizin studiert oder was war für dich der Weg? Tatsächlich Neurowissenschaften. Also in Utrecht gibt es so einen Research Master, das heißt, man fängt eben an mit so ein bisschen theoretischem Wissen und dann geht man sehr schnell ins Labor rein und da waren Hormone ein großes Thema und da merkt man gleich, dass es so ein Thema ist, was noch total unentdeckt ist eigentlich. Also es gibt schon ganz viel Forschung, die sich in die Richtung bewegt, gerade so Oxytocin und sowas. Aber so diese ganz großen Zusammenhänge von, wie gehen diese ganzen kleinen Sachen überhaupt zusammen und dafür, dass es was ist, was unseren ganzen Alltag beeinflusst. Also mein Hormonbild sieht anders aus, wenn ich aufwache, als wenn ich ins Bett gehe. Es sieht an einem Ende des Monats anders aus als an einem anderen, möglicherweise auch bei Männern. Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir alle noch nicht ganz geklärt haben. Und da gibt es ganz viel, was wir eigentlich mit unserem Hormonwissen die ganze Zeit machen, ohne einen Überblick zu haben. Und je tiefer man sich einliest, desto spannender wird es eigentlich, dass man dann auch gar nicht mehr richtig davon losgelassen wird. Ich merke schon, total begeistert. Das ist wunderbar. Genauso wollen wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Klasse. Ich habe auch noch eben von dir erfahren, dass du mittlerweile erfolgreich deinen Doktor abgeschlossen hast. In der Vorherzeit. Ja, ich hatte es vorhin schon erzählt, es war so ein bisschen, ich dachte mir, oh ja, jetzt fängt das Leben an, Corona war so, nein. Trotzdem an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das kann man ja auf jeden Fall nochmal mit dazu sagen. Glückwunsch zum Doktor. Ja, das heißt, jetzt gerade studierst du natürlich nicht mehr, sondern du arbeitest auch in deiner Forschung, du forschst weiter in Utrecht oder hier? Im Moment bin ich tatsächlich am Schreiben auch wieder. Also mache jetzt wirklich ganz viel Wissenschaftskommunikation. Vielleicht geht es auch nochmal in die Forschung. Es ist leider so, dass man das gar nicht so leicht vereinen kann in den meisten Forschungspositionen. Alles klar. Oh, ich bin aber gespannt, was wir dann in der nächsten Zeit, vielleicht sogar bei den nächsten Slams, dann nochmal zusätzlich zu dem, was du heute erzählt hast, von dir hören können. Und wo wir schon bei Slams sind, du bist ein Slam-alter Hase, richtig? Wie viele Slams hast du schon gemacht? Ich weiß nicht, ob das als Kompliment durchgeht. Auf jeden Fall. Wie viele Slams hast du schon gemacht? Ach, ich weiß nicht, das lange nicht mehr gezählt. Irgendwann angefangen in 2013 oder so, schätze ich mal. Das ist so in der Masterarbeit noch, wo ich mir erst dachte, darf man das jetzt schon? Hat man jetzt irgendwas rausgefunden? Und als ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, das ist eine Erkenntnis, ha! Und dann habe ich gleich was vorbereitet und gedacht, okay. Das ist auch genau der alle richtige Weg, Wissenschaft. Ihr auch mehr davon. Wir brauchen mehr Slammer. Gerade auch Geisteswissenschaftler. Kommt auf die Bühne, macht was.
es ist halt genau die Bühne, Wissenschaft mit den Menschen, mit den Menschen zu teilen. Das heißt, auf jeden Fall genau der richtige Weg zum Science Slam zu gehen. Klasse. Du hast auch erzählt, dass du hier schon mal bei uns im Planetarium sogar warst, ne? Ja, einmal auch mit Menschen, einmal ohne tatsächlich schon. Ah. Also auch bei den Livestreams ein altbekannter Hase schon. Man muss ja dieses Jahr. Aber es ist schon verrückt, diese ganzen Orte zu sehen, wo man vorher war, wo die Leute halt entspannt waren und man hat danach noch ein Bier getrunken. Und jetzt ist man am gleichen Ort und es ist so, man bewegt sich von da nach da, Maske auf, Maske ab, jetzt das desinfizieren. Letztes Mal haben wir so eine Goodiebag an Geschenken bekommen und die Frau hat sich erst so Gummihandschuhe angezogen, bevor sie es uns überreicht hat. Ich habe gerade die Punkte gezeigt bekommen, aber es stoppt mich nicht zu fragen. Und zwar, wolltest du als Kind auf jeden Fall dich mit Hirn und Hormonen schon beschäftigen? War das schon immer dein Kindheitstraum? Ja, sagen wir, als ich so 16 war, habe ich das erste Mal von Oliver Sacks gelesen, dass der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und das war dann so spannend, dass ich dachte, okay, das ist gut, das möchte ich weitermachen. Und dann ging es irgendwie noch so ein bisschen verquer, weil das, wie das immer so ist. Und es gibt gar nicht so viele Neurowissenschaften-Studiengänge, aber seit ich wieder in der Richtung bin, merke ich, es ist einfach die spannendste Schnittstelle zwischen allen. Ich bin ein Mensch mit Entscheidungsschwierigkeiten, das heißt, ich muss auch was studieren, was schön zwischen allem ist, so gesellschaftlich relevant, naturwissenschaftlich fundiert und so weiter. Das hat sich gelohnt, die Frage nochmal zu stellen. Vielen Dank, dass du mir diese ganzen Fragen beantwortet hast. Ich habe eben die Punktzahl, wie gesagt, angereicht bekommen. Die Punktzahl waren 242 Punkte, die Franka gemacht hat, für die Leute für sie abgestimmt hatten. Das ist definitiv nochmal ein Applaus wert. Genießt ihn nochmal in voller Gänse. Perfekt, genau. Abgehen nach da. Perfekt, vielen Dank. Wir sind langsam bereit für den zweiten Slam. Danke nochmal, Franka. Zweiter Slam, den bekommen wir von Tobias. Das heißt, Tobias darf langsam schon mal auf die Bühne. Den Pointer kann... Franka, hast du den Pointer noch? Perfekt, ich hole den schnell. Kriegen wir den zurück? Ja, den Pointer, den bekommst du. Keine Sorge, Tobias. Du darfst auch noch mit Pointer agieren. Genau. Wir sind zu Kreuze da. Bitte schön, ich reiche mal kurz weiter. Hoppla, da. Bevor ich mich hier verzettel. Wunderbar. So, alles klar. Lieber Tobias, du bist ausgerüstet mit der Technik, die du brauchst. Genau, ja. Alles klar. Ja. Vielen Dank erstmal schon mal, Tobias, dass du heute Abend hier bist. Wir freuen uns auf jeden Fall, deinen Slam auch noch zu hören, als zweiten Slam des heutigen Abends. Und an dieser Stelle wieder, ich glaube, wir sollen ein bisschen näher zusammengehen. Perfekt, vielen Dank. Und bevor ich an dieser Stelle ebenfalls wieder zu viel verrate, Erinnerung, wir haben gleich nämlich nochmal Zeit zu quatschen nach dem Slam, während Sie abstimmen dürfen. Das heißt, vorweg nur noch die allerwichtigsten Infos einmal für Sie. Tobias hat uns heute einen Slam mitgebracht aus dem großen Bereich der Physik. Wir gehen in den Bereich Machine Learning und zwar zur künstlichen Intelligenz im Kommunikationstraining. Und der Slam, den Tobias uns mitgebracht hat, der trägt den auch ziemlich lustigen Titel Affe, Baby, Katze. Drei Zutaten für die perfekte Präsentation. Ich bin total gespannt, was wir uns genau darunter vorstellen können. Wünsche dir viel Erfolg. Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, wünsche ich ganz viel Spaß. Passen Sie genau auf, was in diesem Slam drankommt, falls Sie mal demnächst Präsentation halten wollen. Viel Spaß und bis gleich. Sind wir alle soweit? Ich bin soweit. Wer musste denn schon mal eine Präsentation halten? Eine Schule oder so? Ja, das kann schon mal passieren. Und wer hätte sich gewünscht, er wäre ein bisschen besser vorbereitet, ein bisschen souveräner gewesen. Vielleicht die Slides nicht am Tag vorher schon gemacht. Wer meldet sich gar nicht, wenn er Livestreams guckt? Ja. Also ich mache das jetzt schon seit einiger Zeit. Und das Schlimmste, was passieren kann auf einer Bühne, ist, wenn man anfängt und die ersten 3 Sekunden so richtig vermasselt. Wie der arme Elefant hier. Und was hilft, ist, wenn man lernt, souverän aufzutreten, selbst wenn man ein bisschen nervös ist. Und heute nach meinem Vortrag müsst ihr euch nur 3 Sachen gemerkt haben. Affe, Baby, Tiger. Die 3 Zutaten für eine perfekte Präsentation. Ich fange mit ihm an. Vielleicht kennen den einige von euch. Das ist Henning. Henning hat ein Problem. Henning ist Physiker. War nur ein Spaß. Physiker tragen keine Kittel. Das Problem ist natürlich eine Frau. Er hat Mädchen kennengelernt. Er findet die ziemlich gut. Er ist auch ein kleines bisschen verliebt. Sie hatten schon ein erstes Date. Sie hat so ein bisschen erzählt. Er hat so ein bisschen erzählt. Es lief so mittel. Und jetzt fragt er sich, was er falsch macht. Er hat nämlich diesen Kumpel, Gunther. Gunther ist auch Physiker, der redet die ganze Zeit über nichts anderes. Und die Mädels stehen da drauf. Wahnsinn. Und er kann es nicht erklären.
Weil Gunther, erstmal ist er laktoseintolerant, ja, dann ist er mindestens 3 Zentimeter kleiner und er kann gar keine Liegestütze. Henning kann 4. Also was macht der Gunther anders? Der Gunther, der ist einfach super souverän im Auftreten. Der Gunther, der weiß nämlich, es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch, wie man es sagt. Kommunikation zwischen Menschen, ne, wir sind souveräne, wir sind soziale Wesen und wir können gar nicht anders, als darauf achten, was wir sehen, was wir hören und das Verhalten von anderen zu interpretieren. Und wir wissen auch, dass wer souveräner kommuniziert, der hat mehr Erfolg im Beruf und auch nach dem Beruf. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso kann das nicht jeder? Wir reden den ganzen Tag mit so vielen Menschen, jetzt gerade vielleicht nicht mehr so viel. Und wieso kann das nicht jeder? Und die Antwort ist, wir kriegen kein Feedback und wir üben das nicht genug. Und deswegen bin ich heute hier. Deswegen gibt es VCoach, das ist eine Firma, die ich mitgegründet habe. Wir haben dieses Jahr einen großen Preis gewonnen und wir helfen Menschen dabei, besser zu kommunizieren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Unsere Teilnehmer, die müssen Videos hochladen, wie sie präsentieren oder wie sie Feedback geben und die Videos werden dann analysiert. Wir haben 18 KPIs, die mit Machine Learning generiert werden, daran forsche ich. Und dann gibt es Feedback und Übungen. Und wir haben für euch Hunderte von Videos angeguckt und ich habe euch jetzt die Top 3 Tipps mitgebracht, die wir immer wieder geben, die wir immer wieder sehen, die Leuten helfen, souveräner zu präsentieren. Top 1. 3. Pausen. Wer nämlich die ganze Zeit redet ohne Punkt und Komma und immer weiter redet, auch wenn es über Physik ist, dann verhaspelt er sich, dann ist es vielleicht, es wirkt irgendwie komisch, nicht so genau warum, vielleicht guckt er auch noch weg. Es ist irgendwie unangenehm. Aber warum? Das können wir mit Tigern erklären. Wenn jetzt nämlich ein Tiger kommt, dann ist das ein Stressor für den Mensch. Und ein Stressor, das ist egal, ob das ein Tiger ist oder ob das eine Präsentation ist oder ob das die Schwiegermutter ist morgen früh, da reagiert der Mensch immer gleich. Der Sympathikus, der wird angeregt, das Herz, das schlägt schneller, der Puls geht hoch, der Blutdruck geht hoch, man atmet schneller, man kann so die Adern langsam sehen. Man wird nervös. Wenn man nervös wird, dann macht man auch weniger Pausen, redet schneller. Und dann wirkt das nervös, weil wenn wir jemanden sehen, der schnell redet, dann bedeutet das für uns, wenn wir das sehen, der muss nervös sein. Aber was machen wir jetzt dagegen? Ich habe euch da was aus dem Maschinenraum bei uns mitgebracht. Das ist eine Audioaufnahme. In blau sieht man hier die Amplitude, in grün die Pausen und in rot hat unser Algorithmus eine Silbe erkannt. Das benutzen wir, um Sprachgeschwindigkeit zu messen. Und diese ganzen Pausen, die können wir jetzt plotten. Da gibt es 3 Stück von. 0 bis 0,5 Sekunden, das sind ganz, ganz kurze Pausen, die merkt man gar nicht so. 0,5 bis 2 Sekunden, das sind so Atem- und Sprechpausen, die helfen sowohl für den Sprecher, dass er ein bisschen besser nachdenken kann, was als nächstes kommt, von denen mache ich nicht so viele, und dann und dem Zuhörenden hilft es, das Gesagte besser zu verarbeiten. Dann gibt es noch längere Pausen, so 2 bis 4 Sekunden, das sind so Stilpausen, zum Beispiel nach einem Witz oder einer rhetorischen Frage. In der Regel gilt, die meisten Leute sollten mehr und längere Pausen machen. Aber wie werde ich besser? Das ist eine Hausaufgabe, die hat der Clemens euch gemacht, das ist unser Chief Scientist. Könnt ihr später euch nochmal angucken. Und wenn der Henning zwischendurch einfach mal so eine kleine Kunstpause macht, dann wirkt er auch einfach viel, viel souveräner. Also Nummer 1, der Tiger bitte merken. Top 2, Gestik. Wenn wir uns hier den Henning angucken und den Benjamin im Video, der das ganz gut angestellt hat, die hängen da wie so Gurken im Wind. Ja, das wirkt irgendwie, als ob da nichts passiert, das wirkt nicht souverän. Aber warum? Na, Gestik ist super, super wichtig. Bei Gestik gilt das Prinzip, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, wenn ich nichts mache, ja, der Mensch, der kann nicht anders als das, was er sieht, zu interpretieren, auch wenn das gar keine Gestik ist. Und Gestik ist so wichtig, wir wissen, dass Gestik so wichtig ist aus der Evolutionsbiologie, denn Gestik wurde schon vor der Sprache entwickelt. Das sieht man zum Beispiel an Primaten. Ich habe unten ein Paper verlinkt, das ist großartig, die haben 9 Monate lang Primaten in Zoos angeschaut und über 40 eindeutige Gesten gefunden, mit denen kommuniziert wird. Ist übrigens gar nicht so einfach, Affen-GIFs zu finden heutzutage. Aber wie werden wir besser? Bei uns in den Daten haben wir verschiedene Quadranten gefunden, tatsächlich. Es gibt so oben
unten, Mitte, außen. Und sehr souverän wirkt es in einem Vortrag, wenn man so 80% im Außenbereich arbeitet und 20% mit den Händen in der Mitte. Das geht besonders gut, wenn man zum Beispiel einen Pointer hat oder ein Mikrofon, wo man das machen muss. Also zu viel, das wirkt zu aufgeregt, zu wenig, naja, es wirkt eben so ein bisschen eingeschlafen. Wie kann man das verbessern? Einfach mal selber aufnehmen. Hier ist die Übung vom Clemens, vielen Dank, kleine Hausaufgabe an euch. Und wenn man das ordentlich macht, so wie der Benjamin hier im Video, dann wirkt es auch gleich viel anregender, viel souveräner. Und der Henning, der wirkt auch gleich. Sieht man schon, ne? Bisschen sexy auf jeden Fall. Also Nummer 2, Affe. Und die Nummer 1, die wir immer, immer wieder sehen, das ist auch das Schwierigste, aber das hat einen richtig großen Hebel. Das ist Blickkontakt. Wenn wir uns hier den Benjamin nochmal angucken und mal so richtig fies aus sein Gesicht reinzoomen, dann sehen wir, der wackelt so mit den Augen, der schaut so nach unten. Es wirkt irgendwie nervös, es wirkt nicht sicher. Aber wieso ist das so wichtig? Blickkontakt ist ganz, ganz wichtig. Das sehen wir schon an Babys, die als eine der ersten Sachen lernen, dem Blick der Eltern zu folgen. Wir lernen also, vielleicht habt ihr schon mal Theory of Mind gehört, wir lernen also, dass da, wo andere Menschen hingucken, da inferieren wir, dass das wichtig sein muss. Wenn ich da im Gespräch so die Straße runtergucke, dann denkt mein Gegenüber, das muss wichtig sein und schaut wahrscheinlich hinterher. Und wenn ich jetzt auf den Boden schaue und Blickkontakt vermeide, das ist ein zentrales Zeichen von Unsicherheit, von Lügen, von jemandem, der gerade erwischt wurde, zum Beispiel. Ein Zeichen von Scham. Das wird jedes Mal besser. Einmal können wir noch gucken. 10 Minuten habe ich. Einmal können wir das noch gucken, oder? Großartig. Ja. Also Blickkontakt ist wichtig. Und zu viel ist nicht so gut, zu wenig ist nicht so gut, zu wenig, das wirkt einfach unsicher, haben wir gerade schon gelernt, zu viel, das wirkt zu penetrant und aufdringlich. Und eine ganz gute Übung dazu, 80% Blickkontakt ist zu empfehlen. Und Blickkontakt bedeutet da Blickverweilung. Also es geht nicht darum, den Gegenüber immer anzusehen, sondern den Blick schwanken zu lassen. Und ich kann zum Beispiel mir vorstellen, dass es überall so kleine Punkte gibt und ich schaue jeden Punkt mal so 2-3 Sekunden an, wechsle dann den Blick und schon sieht das aus, als ob ich Galileo moderiere. Nicht, dass ich das gern machen würde. Aber wenn ihr könnt mich ja mal anrufen. Kann ich mir ja immer noch überlegen. Also 80%. Außer bei Videokonferenzen, da gerne auch ein bisschen mehr. Hier ist die Übung, als Hausaufgabe. Und weil ihr so nett, Baby. Und weil ihr so lieb wart, kriegt ihr noch ein kleines Bonbon mit nach Hause. Was macht man, wenn man richtig, richtig viel Angst hat vor so Präsentationen oder generell? Das, was mir sehr hilft, ist Sympathikus und Parasympathikus zurücksetzen. Wie macht man das? Muskeln anspannen. Vor einer schwierigen Präsentation, wo man nervös ist, 5 Sekunden Muskeln anspannen. Alle Muskeln, die man hat im Körper, entspannen, anspannen. 3-mal, 4-mal. Und dann wird sogar aus dem Henning ein richtig, richtig cooler Typ. Also wenn ihr nur 3 Sachen euch erinnert, Affe, Baby, Tiger. Offene Gestik, Blickkontakt und zwischendurch auch gerne mal eine Pause machen. Besser ist es, wenn ihr auch noch wisst, wovon ihr redet und ein bisschen Liebe mitbringt. Bevor es blöde Fragen gibt, ist natürlich alles klausurrelevant. Hier sind meine Quellen. Wer fand, es waren nicht genug Zahlen? Hier sind noch ein paar Zahlen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mit Mikro klatschen ist immer so schwer, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe auf jeden Fall fleißig mitgeklatscht. Virtuellen Applaus gibt es natürlich trotzdem. Das war dein Applaus. Es war natürlich ein 10er-Applaus, ist ja klar. Vielen, vielen Dank für dich, für deinen wunderbaren Slam. Bevor wir weiterquatschen, nochmal die Erinnerung ans liebe Publikum zu Hause vor dem Bildschirm. Jetzt ist Ihre Zeit gekommen, um zu Hause abzustimmen. Sie wissen ja wahrscheinlich wieder wo. Immer noch in den Live-Chats von dem YouTube-Kanal von der Stiftung Planetarium Berlin oder auf der Seite von scienceslam.de. Da auf jeden Fall jetzt fleißig abstimmen. 2 Minuten haben Sie Zeit und wir haben vor allem jetzt auch 2 Minuten Zeit oder 3, wie auch immer, um zu quatschen. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für dich. Vielen Dank.
von, na, oh Gott, jetzt komme ich dir total auch durcheinander. Dankeschön, ne? Genau, ja, vielen Dank. Klasse Vortrag und diese Tipps, die sind auf jeden Fall Gold wert, die müssen wir uns alle auf jeden Fall richtig gut merken. Ich merke es auch schon, kontrolliere gerade total ständig meine eigene Gestik und wie rede ich jetzt eigentlich, wie stehe ich jetzt, halte ich den Blickkontakt. Also auf jeden Fall Gold werte Tipps, vielen Dank für diese wunderbaren Tipps. Meine Frage ist aber trotzdem, du hast gesagt, dass du aus dem Bereich Physik kommst. Wie kommt man von Physik zu Kommunikationswissenschaften? Wie kommt man dazu, Tipps übers Sprechen zu geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe Physik studiert, das kann, glaube ich, jedem passieren, und habe mich auf theoretische Physik spezialisiert, insbesondere Quantencomputer, und war in Berkeley, neben Silicon Valley, für meine Masterarbeit, habe da gemerkt, dass ich vielleicht doch keinen Doktor machen möchte, dass ich gerne programmieren möchte, und bin dann Richtung Machine Learning gegangen. Und ich habe gemerkt, also während meiner Masterarbeit habe ich im Prinzip, in theoretischer Physik simuliert man ganz viel. Ich habe auf Clustercomputern Funktionen minimiert, die Sachen vorhersagen, und in Machine Learning macht man genau das. Und es hat super Spaß gemacht, weil man eben sofort den Effekt sieht. Dann habe ich natürlich eine Slam-Karriere seit einigen Jahren. Da gibt's auch, deswegen gibt es auch viele Physik-Slams von mir, und so hat sich das tatsächlich zusammengefügt und ergeben. Ich habe ein mega Team, mit dem ich gerne arbeite. Ich hoffe, ihr stimmt ab. Ja? Und deswegen bin ich hier. Das wäre schon fast meine nächste Frage gewesen. Wie bist du dazu gekommen, dein Thema zum Science Slam zu bringen? Aber das erübrigt sich ja schon fast. Hier ist ja schließlich das Publikum, was dir natürlich begeistert zuhören wird. Aber trotzdem, wie bist du dazu gekommen, zum Science Slam zu gehen? Wie hast du davon erfahren? Warum heute hast du dich entschieden? Oder generell? Generell. Ja, generell. Ja, generell. Ich habe einen Science Slam organisiert. Ich habe in Aachen studiert an der RWTH, und dort habe ich gearbeitet für ein Department, das so einen Science Slam organisiert hat. Und ich habe ganz großspurig gesagt, dass ich bestimmt meine Professorin überreden kann, dass sie slammt bei uns. Und dann hat sie 5 Tage vorher gesagt, auf Deutsch macht sie auf gar keinen Fall. Und ich wollte jetzt nicht zurückkommen und sagen, dass es nichts wird, und habe dann gedacht, okay, dann mache ich das halt selber. Auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich da besonders qualifiziert gewesen wäre für. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Inhalte sind einfach nicht so wichtig. Das war ein Scherz. Okay, alles klar. Du hast also schon mal selber Science Slams organisiert. Klasse. Wie viele Science Slams hast du selber aber gehalten? Weißt du das noch? Keine Ahnung, 50, 70 oder so. Ich moderiere auch in Berlin im SO 36. Merken? Alles klar. Okay, also auf jeden Fall ein unfassbar alter Hase. Okay, klasse. Wo stehst du jetzt gerade dann in deiner, könnte man schon fast sagen, wissenschaftlichen Karriere? Forschst du jetzt gerade noch oder hältst du eher die Präsentation, lieferst du eher das Produkt ab, versuchst du Leute dafür zu begeistern, oder programmierst du tatsächlich im Hintergrund sogar noch selbst? Was ich machst du? Ich programmiere tatsächlich. Also ich bin einer der Gründer von VCoach, das ist unsere Firma, und bei uns werden Videos hochgeladen, die dann von künstlicher Intelligenz analysiert werden, und ich bin da verantwortlich für die Technologie Datenverarbeitung, Datenanalyse. Und deswegen konnte ich euch auch ein paar coole Plots mitbringen. Ja, das waren auf jeden Fall ein paar coole Plots. Eine Frage hat sich mir übrigens bei der Präsentation selbst noch gestellt. Schieß los. Und zwar, bist du eher Gunther oder der andere, dessen Namen ich vergessen habe? Ich glaube, da würde ich mit einer quantenmechanischen Antwort antworten. Mhm. Vielleicht beides. Vielleicht beides. Okay, ist das Schrödingers Antwort? Die sehen ganz schön ähnlich aus. Sieht man vielleicht. Ich habe übrigens gerade die Punkte bekommen. Vielen Dank, deswegen habe ich da so. Vielleicht ist es auch ein alter Ego. Ein alter Ego. Also doch, ja, Gunther. So ganz bisschen. Ich bin tatsächlich laktoseintolerant zum Beispiel. Steckt da doch ganz schön viel Persönliches in so einer Präsentation mit drin. Eine letzte persönliche Frage habe ich noch, und zwar. Die Frage wird, glaube ich, heute meine Klischeefrage schlechthin. War es in deiner Kindheit dein Kindheitstraum schlechthin, entweder Physik zu studieren oder hinterher über Kommunikation zu reden? Was hättest du als Kind vielleicht eher vorstellen können? Also ich wollte tatsächlich entweder Comedian oder Physiker. Eigentlich wollte ich Daniel Düsentrieb werden. Das sah irgendwie geil aus. Der hatte irgendwie einen coolen Job. Die sind immer so angekommen und es gab so irgendwas zu tun, und dann hat er so gebastelt und dann hat es funktioniert. Das wollte ich eigentlich machen, aber es ist kein echter Job leider. Und deswegen ist so die Mischung aus Physik und Startups und auf der Bühne tatsächlich auch stehen sehr gut. Also alles gemacht. Ja, ganz gut getroffen eigentlich, ne? Ja. Oh, ich wollte auch Zauberer werden. Das kommt vielleicht noch. Kann ja noch werden. Ja.
Dann kann ich auch schon das nächste verraten. Ich kann hell sehen. Ha. Und zwar, wir haben die Punkte mitgeteilt bekommen eben. Das heißt, deine Punktzahl für heute Abend sind sage und schreibe 250 Punkte an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Applaus wert. Bitte einen großen Applaus, virtuell, aber trotzdem groß und gewaltig. 250 Punkte für dich, Tobias. Den Applaus muss man auf jeden Fall auskosten. So ein leerer Raum und kein Applaus, das ist fast wie in Potsdam. Gut, vielen Dank für dir. Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Wie auch immer. Vielen Dank, dass du diesen wunderbaren Slam gehalten hast. Damit darfst du langsam auch schon wieder von der Bühne runtergehen, einmal hier an dieser Seite vorbei. Den Pointer nehme ich aber diesmal, bevor wir den wieder vergessen. Vielen Dank. Und nach diesem zweiten Slam sind wir langsam, aber sicher schon bereit für den dritten und letzten Slam für heute Abend. Mein dritter und letzter Slammer Hendrik ist schon auf dem Weg zu mir rauf auf die Bühne und darf gerne auch schon hierher kommen tatsächlich. Ich reiche dir auch jetzt schon mal diesen Pointer weiter, bevor ich den gleich mitnehme. Vielen Dank, dass du da bist, Hendrik. Und für Sie geht jetzt die nächste Slam-Zeit los. 10 Minuten hat auch Hendrik. Und bevor ich auch an dieser Stelle wieder zu viel vorwegnehme, Sie kennen das Spiel schon, ich verrate vorher nur das Allernötigste. Das erste Spannende finde ich bei Hendrik, was man auf jeden Fall mit dazu erwähnen kann. Er ist nämlich noch gar nicht so ein Slam-alter Hase. Er ist noch recht neu, hat einen Slam vorher erst mal gehalten, vor Corona. Letztes Jahr, Oktober war das, ne? Genau, Oktober, damals also noch live vor richtigem Publikum. Und der zweite Slam überhaupt, den er jetzt hält, ist also jetzt hier vor dieser Kamera beziehungsweise vor Ihrem Bildschirm zu Hause. Finde ich auf jeden Fall ganz schön mutig, ziemlich gute Karriere. Schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall. Und Hendrik hat mir außerdem gesagt, dass ich gar nicht so viel vorweg verraten darf. Er möchte nämlich zumindest den Titel von seinem Slam selber verraten. Das wird anscheinend eine Überraschung. Aber das, was ich darüber erzählen darf, ist, glaube ich, dass es aus dem Bereich digitales Lernen kommt. Und ich finde, das passt auf jeden Fall wunderbar zu dem Format, was wir heute Abend hier machen, nämlich diese Livestreams. Das ist ja wunderbar perfekt angesiedelt. Ich glaube, das ist auch alles, was ich jetzt an dieser Stelle noch sagen möchte. Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß mit diesem Slam. Hendrik, toi, 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 viel Erfolg, viel Spaß und bis später. Dankeschön. Ich habe ein Thema mitgebracht, das ist relativ neu. Das ist sehr speziell, das ist ein Exotenthema. Der ein oder andere Kultusminister, die ein oder andere Forschungsministerin wurde völlig überrannt von dem Thema. Denn wir sprechen heute Abend über digitales Lernen. Also es ist ein Ökosystem, wo verschiedene Gruppen aktiv sind, verschiedene Gattungen, es gibt Normen und eine Subspezies, die fand ich besonders interessant und das ist die Gruppe der Studierenden. Ich gehöre selber auch dazu und was eine Ziegenherde, die Hauptstadt von der Mongolei Ulaanbaatar und im Stau stehen damit zu tun hat, das klären wir heute mal. Außerdem finde ich es interessant, sich überhaupt erstmal zu überlegen, was sind denn diese Studierenden? Und es ist nicht das Studierende übrigens, sondern es heißt Studierende. Mal ein paar Daten und vergesst Fun mit Flags, wir machen Fun with Statistik. Wir sind 2,8 Millionen faule Waschbären in Deutschland. Grüße an Steffen Seibert an der Stelle, die gar nicht mal so faul sind. Wir arbeiten nämlich 50 bis teilweise 3/4, je nach Quelle. Wir machen nur 3,5% der Einwohner in dieser Republik aus. Das könnte man sich ja für anstehende Wahlen mal überlegen, weil die meisten von uns mündig sind. Wir haben eine Wachstumsrate, die ein DAX-Konzern vor Neid erblassen lassen würde. 130% in den letzten 10 Jahren. Gleichzeitig geht die Förderquote der BAföG-Berechtigten seit 2012 zurück. Könnte man auch mal drüber reden. Mich hat jetzt vor allem interessiert, ob diese zwei Bilder, die ihr da gerade seht, also 4 Leute sitzen hip vorm Startup und programmieren, so wie wir es ja auch gerade real gesehen und gehört haben, oder ob Leute statisch vor der Bücherwand stehen in der Bücherei und warten, dass Wissen auf sie eindrischt. Also, wie ist die Lebenswirklichkeit, die Realität von Studierenden? Ist es eher so das linke Bild und wir reden nicht miteinander, sitzen aber am gleichen Tisch? Oder ist es eher die Bücherei? Und was für Medien benutzen die? Und dann kam ich auf die relativ verwegene Idee, diese Leute einfach mal zu fragen. Also die Studierenden, meine Kommilitonen, verschiedene Leute. Und das hat mich relativ weit gebracht bis nach München. Also als Wahlberliner muss man dazu sagen, ist München ideologisch ganz schön weit weg. Ich war auch in der Mongolei, dazu gleich mehr. Und erste Erkenntnisse, was ich interessant fand, die Bücherei ist so ein besonderer Lernort, der ist sehr beliebt, der wird nur geschlagen
von dem eigenen Zimmer, den eigenen Möglichkeiten im eigenen Schreibtisch. Und wer dieses Jahr lernen und sich vorbereiten musste, der weiß diesen Raum wahrscheinlich sehr zu schätzen. Gleichzeitig kann man auch sagen, okay, wenn ich einen eigenen Raum habe und die Mongolen lernen tendenziell eher in der Bücherei, weil bei einer Kollektivgesellschaft wie der mongolischen ist es nicht ganz so weit verbreitet, dass man eben seinen eigenen Raum hat. Ich habe mir auch Studentenwohnheime vor Ort angeguckt. Das sind eher so drei- oder vierer-Kombinationen und zwar in einem Raum. Das hat einfach gesellschaftlich eine andere Stellung. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass Mobillernen und Unterwegslernen, also im Jahr 2020 sowieso nicht, aber auch insgesamt nicht so beliebt ist. Vor allem, wenn man sich angucken kann, dass ich auf so einem kleinen Handy vielleicht so kann, also ich sehe überhaupt nichts, will ich damit sagen. Außerdem kommt es nicht besonders gut an. Hat Implikationen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Erklärvideos oder so Streams, wie wir jetzt haben, vorbereiten, dann ist es spannend zu überlegen, wo gucken die Leute das denn überhaupt? Außerdem haben mich Probleme interessiert. Probleme sind immer spannend, weil dann gibt es was zu lösen. Fehlende Motivation ist in unserer Bildungsgesellschaft, wo wir Bildung eigentlich als offenes Gut wahrnehmen können, wir haben keine flächenden Studiengebühren, im Gegensatz zur Mongolei, dass die fehlende Motivation ein großes Problem ist. Also egal wie viele iPads ich dir an den Kopf werfe, fehlende Motivation bleibt einfach ein Problem. Geldprobleme sind in der Mongolei ein häufiges Thema und da kann ich auch wieder auf die Gesellschaft gucken. Da zahlt man teilweise ab der Oberstufe schon Studiengebühren. Mich verwundert also nicht, dass das beides keine technischen oder digitalen Probleme sind. Und ich habe nach den Stromausfällen gefragt, nach dem Weg zur Uni, ob es Unwetter gibt, ob die Internetverbindung überhaupt schon da ist. Ihr könnt also eure Klischees über so ja, vermeintliche dritte Weltländer einfach wegschmeißen. Ich hatte in der Wüste Gobi eine bessere Internetverbindung als auf dem Weg von Berlin nach Potsdam, weil ab Wannsee die Verbindung einfach weg ist. Insofern ist es wichtig, sich zu überlegen, sind die denn so unterschiedlich, diese Studierendengruppen? Wenn ich mir jetzt anschaue, ob es interessant ist, in eine Kamera zu gucken, wie zum Beispiel jetzt, wir haben gerade gelernt, Gestik ist wichtig, dann kann ich sagen, ja, die meisten Leute, unabhängig in verschiedenen Populationen, möchten, dass der Dozent, die Dozentin die Kamera anhat. Und ich habe das ganz plakativ gefragt. Ich habe über 500 Fragebögen mittlerweile zurückbekommen. Hilft es, wenn der Dozent oder die Dozentin die Kamera anhat? Und komisch, es hilft, weil irgendwie, und es bleibt auch komisch, in der Kamera zu reden. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Zu den Medien kommen wir aber später auch nochmal. Wie kann ich das überhaupt sagen? Warum kann ich sagen, dass 74% unabhängig in beiden Populationen da konvergieren? Das ist das einfachste Bilderrätsel in dieser Präsentation zumindest. Das ist ein Mann, ganz links, so männlich. In der Mitte sehen wir die Whitney und wir brauchen you. Und es ist ein non-parametrischer Test. Es ist so einfach, wir sagen es einfach alle zusammen. Der Man-Whitney-U-Test. Ich kann beim Man-Whitney-U-Test sehr einfach von einer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, zwei Stichproben sind entweder gleich, wir sagen auch ähnlich im Fachjargon dazu, oder sie sind eben nicht gleich. Und dann gehen wir in die Zahlen, wie gerade eben rein und sagen, okay, mit einer stochastischen Wahrscheinlichkeit von 95% kann ich sehr signifikant sagen, die sind unterschiedlich, woran liegt es, sind es technische Gründe, sind es ökonomische Gründe und so weiter. Kommen wir nochmal zu Medien und ich kann schon mal sagen, diese hippe neue Plattform, die seit 15 Jahren schon existiert, hallo YouTube, die ist ziemlich hip, die hat ziemlich hohe Akzeptanzwerte, wenn ich mir anschaue, wo Studenten anfangen zu lernen. Und zwar auch eine Frage, in verschiedenen Antworten war YouTube eine Möglichkeit. Dann hat das Akzeptanzwerte von häufigen und im sehr häufigen Bereich bei ungefähr 88% in beiden Populationen wieder. Da könnte man ja auch sagen, ja, aber die Mongolen, die sprechen auch gar kein Englisch. Nein, Klischee haben wir auf Folie 3 gerade beiseite geworfen. Es überrascht wahrscheinlich auch niemanden, dass ich jetzt sage, Wikipedia ist ein erster Anlaufpunkt. Wo fängst du an zu lernen? Und wir sollten aufhören, Wikipedia als, das ist keine gute Quelle, das kannst du für die Uni nicht benutzen. Es ist so heuchlerisch. Wir haben alle auf Wikipedia schon mal zum Beispiel Quantencomputer nachgeguckt, weil wir einfach keine Ahnung was Quantencomputer so sind. Das haben wir alle gemacht. Ja, wir haben verstanden, das ist keine Quelle für eine Hausarbeit. Die Medien, die ihr jetzt seht, egal ob Discord oder Twitch oder Moodle ist, das ist jetzt nicht alles. Da gibt es noch eine vierte und eine fünfte und eine ganz tolle Big Blue Buttons out there und was es nicht alles an Apps gibt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das die einzigen sind, die es da draußen gibt. Aber das, was ihr jetzt gerade auf der Folie seht, ist die Lebenswirklichkeit von den Studierenden.
Dort treffen wir sie an. Dort tummeln sie sich gerne. Dort ist unsere Subspezies, wenn man so will, aktiv. Und jetzt schauen wir uns mal als Letztes an, wo wir denn lehren. Und der ein oder andere hat jetzt heute schon 3 PowerPoints gesehen. Das ist der Batman unter den Lehrmedien. Die meisten Sachen sind mit Folien erstellt und ich will auch hier Folien gar nicht trashen. Auch Folien haben einen extrem hohen Akzeptanzfaktor, was mich nicht wundert, weil das haben wir seit den 90ern einfach den Studierenden eingebläut. Also wer heute lehrt, hat halt in den 90ern ungefähr gelernt. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, leider. Wir brauchen für Batman noch einen Sidekick, den Robin unter den Lehrplattformen. Und das ist dieses Icon hier. Wer dieses Icon nicht kennt, der hat nicht nur meinen absoluten Neid, der ist auch irgendwie erst aufgetaut worden. Zoom ist so die Mainstream-Möglichkeit, die existierenden Folien, die wir schon haben, einfach in den Äther zu werfen. Und das klappt mal mehr, mal besser. Ich will jetzt auch Zoom nicht insgesamt einfach kaputt reden. Ich hatte auch schon tolle Zoom-Sitzungen. Wir sehen aber sehr oft, dass wir hier auf der linken Seite die Lehrenden haben und das, was einfach gemacht wird. Ich finde es auch interessant, Skype hatte irgendwie wie viele Jahre Vorsprung, aber wir skypen nicht, wir zoomen, okay. Und auf der rechten Seite sehen wir die Studierendenwirklichkeit. Und mein Appell ist, dass, wenn das jetzt jemand sieht, sich vielleicht mal mehr überlegt, könnte man nicht auch streamen, wie zum Beispiel der Science Slam? Könnte man nicht auch mehr YouTube-Videos machen? Die Freunde der Sonne werden gefeiert aus guten Gründen, aus richtigen Gründen. Warum nicht mehr an der Uni? Das ist so meine These. Die Lehrerinnen und Lehrer haben noch einen extra Tipp, Bonusrunde. Die haben mit Handreichungen, mit großen Anleitungen noch einen extra Tipp bekommen. Liften. Es ist leider so, es ist so traurig und so wahr, wie es halt ist. Auf der linken Seite die digitale Lehrstrategie im Mainstream und auf der rechten Seite, wo wir hinkommen könnten. Berlin, es war mir ein Fest. Ich gucke mir selber regelmäßig Streamer an, gerade im US-Bereich. Da machen viele Professoren schon einiges richtig, was wir uns abschauen könnten. Mein Name ist Henrik Steinbeck und ich habe Lust auf Lehre. Vielen Dank, Berlin. Großartig, vielen Dank auch für diesen wunderbaren Slam. Dankeschön. Der zweite kaum zu glauben eigentlich erst. Dankeschön. Bevor wir uns auch dazu es geht einem absolut die Pumpe, muss man einfach sagen. Bevor wir uns auch dazu nochmal weiter unterhalten, ganz kurz nochmal die Aufforderung an unser wunderbares Publikum, was in der Vergangenheit schon toll abgestimmt hat. Ein drittes Mal seid ihr an der Reihe. Jetzt dürft ihr nochmal ein drittes, letztes Mal für heute Abend eure Punkte abgeben. Tippt sie fleißig ein in die Live-Chats auf den altbekannten Kanälen YouTube-Kanal Stiftung Planetarium Berlin und ich sage es nochmal, scienceslam.de. Da könnt ihr gerne die Punkte abgeben. Und wir haben jetzt nochmal Zeit zu quatschen. Also wie gesagt, nochmal toll, dass du da warst und diesen zweiten Slam überhaupt hier einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hast. Mit digitalen Medien kannst du ja offensichtlich umgehen. Also es hilft bestimmt dann noch. Ja, definitiv. Also aus dem Ärmel geschüttelt nicht. Also man hat sich definitiv mal hingesetzt, um die Folien zu machen. Gerade weil die, also es klingt jetzt so geschleimt, aber die Marke Science Slam ist halt sehr groß. Und als ich als Bachelor-Absolvent mal es versucht habe, da war wohl der Andrang noch größer. Aber es ist definitiv cool, hier zu stehen. Ich bin ja, ich sage das immer mit, ich bin noch Masterstudent, jetzt gerade am Ende des Studiums. Aber der Aufruf kam ja gerade eben schon, eigentlich bräuchte man schon mehr in der Community. Und ich finde es cool, einfach hier zu sein. Ja. Klasse. Da kommt auch Applaus aus dem Ofen. Ich finde auch völlig zu Recht an dieser Stelle. Genau, Applaus definitiv dafür. Science Slams ist immer eine super Wahl. Wie gesagt, Wissenschaftskommunikation und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit über Zoom geredet hast und auch über die ganzen anderen Möglichkeiten, Lehre überhaupt unter die Menschen zu bringen, hast du irgendeinen praktischen Zoom-Tipp für alle? Ja, Zoom hat jetzt die Möglichkeit, dass man sich vor die Präsentation setzt. Das heißt, du machst dir eine PowerPoint auf und bist nicht nur Bild in Bild, wie wir jetzt auch beim Slam gerade, sondern du kannst dann, das ist eigentlich so trivial, weil du sitzt dann mit der Greenscreen-Funktion in deiner PowerPoint. Das kann auch PowerPoint, aber das konnte man vorher, das klingt jetzt komplizierter, weil du wolltest einen einfachen Tipp, es geht jetzt in Zoom so und nicht mehr über 4 Ecken. Das ist sozusagen der Tipp. Ich glaube, beim Slam gerade hat man ja auch gesehen, vielleicht weniger Zoom benutzen. Also viele Lehrende benutzen sehr viel asynchrone Medien und binden total viel Zeit. Und wenn die dann, ich kenne Mathe Propedeutika, 7.30 Uhr morgens Montag. Das ist halt, und das sind coole Leute, die das machen, aber dann haben die halt diesen Slot bekommen und das funktioniert halt nicht. Da muss man jetzt nicht groß anfangen, woran liegt das denn? Ja, das liegt natürlich an 7.30 Uhr morgens.
Ich bin froh, dass dieser Slam abends ist. Studieren in Wirklichkeit sozusagen. Ja, stimme ich dir völlig zu. Aber studieren in Realität jetzt gerade mit Zoom, ich merke es auch, bin auch noch Studentin, ja. Da ist es wirklich mit Zoom ganz, ganz viel und naja, auch sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen. Jeder Professor, jede Professorin bringt ja nochmal irgendwie einen eigenen Weg da irgendwie mit, habe ich das Gefühl. Definitiv. Aber naja, aber ich glaube trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, du hast ganz am Anfang noch gesagt, von wegen, wo lernen die Menschen lieber in der Bücherei, Bibliothek oder zu Hause oder unterwegs? Ich tatsächlich lerne total gerne irgendwie in der Bibliothek. Dieses aus dem Haus rauskommen, sich woanders hinsetzen, hilft ja manchmal. Ja, definitiv. Merkt man jetzt auch gerade irgendwie. Also klar, also das hat, glaube ich, auch vielen gefehlt, dass es ab so April, Juni, dass die dann auf einmal zu waren. Und ich bin zum Beispiel in meiner Fachrichtung nicht darauf angewiesen, jetzt auf die große Literatur. Ich kenne Leute, die mussten ins Archiv. Und dann kannst du nicht ins Archiv. Und dann ist das gerne mal in einer anderen Pandemieverordnung etc. Also es hat ja wirklich ganz klare praktische Auswirkungen. Und die Bücherei hat ja auch so ein, ist schon sehr, man fühlt sich schon sehr akademisch. Also das gehört auch schon irgendwie dazu. Ja. Der Geruch von Wissen. Absolut. Ja, noch den braucht man, der fehlt auf jeden Fall. Ja, eine Frage, die ist auf jeden Fall bei deinem Slam auch noch total hängen geblieben. Und zwar, große Frage, du hast es zwischendurch erwähnt. Warum Mongolei? Wie bist du da hingekommen und was hast du da gemacht und warum? Ich könnte das halt sehr akademisch beantworten. Das ist ein dezentrales System, da kann man gut forschen. Wir haben eine Kooperation aus der Uni Potsdam mit denen. Es ist eine junge Bevölkerung. Ich kann ja auch einfach sagen, ich hatte Lust, mal rauszugehen, selber Daten zu sammeln, 2019. Wenn ich mir dieses Jahr so angucke, war das, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass ich dieses Projekt nicht nochmal aufgeschoben habe. Also ich hatte dieses Bedürfnis, rauszugehen und wirklich mal zu sagen, okay, jetzt möchte ich was Eigenes machen und habe das dann mit Urlaubssemester und pipapo. Das klingt jetzt so mit Erfolg einfach blöd im Sinne von, ich habe es dann einfach gemacht, aber sagen wir mal, ich habe es einfach versucht und das ist dann sozusagen da rausgekommen mit, ja. Wie lange warst du denn dort? 6 Monate. Also ich habe wirklich mir Zeit genommen, weil du kannst nicht in so ein Land einfach reingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein paar Fotos, füllt mal ein paar Fragebögen aus, ich habe den Fragebogen auf Mongolisch übersetzt, war vor Ort, dann besucht man mal Konferenzen. Man wird auch so ein bisschen rumgereicht, muss man dazu sagen. Aber das ist nur positiv. Und dann hat sich eins zum anderen ergeben, da sind auch relativ viele Experts unterwegs. Und dann kam irgendwie auch eins zum anderen. Also es klingt so blöd und so, ja, aber so war es dann letztlich. Und es war auch nicht mein erster Trip in diese Richtung, also in die östliche Hemisphäre. Deswegen war das jetzt auch nicht meine komplett erste Begegnung mit so einem doch sehr abgeschotteten Land. Und ich weiß gar nicht, ob du es zwischendurch vielleicht erwähnt hattest, warst du in der Mongolei dann auch unterwegs oder warst du in der Hauptstadt die ganze Zeit? Nee, ich war auch unterwegs. Also bist du Gobi und ja, das war also vor allem im Zentralteil und dann so in der Ecke zu China. Alles klar. Total spannend. Ich finde es immer noch wirklich faszinierend, Dankeschön. Dass du dich dann für die Mongolei entschieden hast. Das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig einzigartige oder sehr seltene Erfahrung und darum umso wertvoller. Finde ich total klasse, dass du genau das auch mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Ziemlich spannend. Und auch die ganzen anderen Erkenntnisse, die jetzt natürlich dann weniger mit der Mongolei, aber trotzdem der ganzen digitalen Lehre zu tun hatten. Ganz klasse. Vielen Dank. Gerne. Das ist an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein Applaus wert. Und ich hoffe doch sehr, dass wir nach deinem zweiten Slam auch noch viele andere weitere Slams von dir zu diesem Thema hören werden. Wir haben übrigens auch gerade an dieser Stelle deine Punkte weitergereicht bekommen und ich habe auch gerade gesehen, eine Punktkorrektur. Ah, das macht es dann doch viel einfacher. Vielen Dank. Wir haben die erste Punktzahl nämlich bekommen, das war tatsächlich 250. Das hätte es doch schon ein bisschen arg gemacht für diejenigen von euch aus dem Publikum, die sich daran erinnern, was die letzte Punktzahl war von Tobias. Das war nämlich auch 250, also ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber es gab noch eine Korrektur, wir haben nochmal nachgerechnet. Es sind 253 Punkte. Das heißt, du was? Hast damit... Was? Ihr seid verrückt, vielen Dank. Vielen Dank, YouTube. Großartig gemacht. Und an dieser Stelle sind wir am Ende Slams. Das heißt, alle drei SlammerInnen und Slammer dürfen nochmal auf die Bühne. Ich darf Tobias und Franka nochmal zu uns bitten. Ich gehe für diese Gelegenheit wieder aus dem Bild raus. Genau, und ihr drei mit Maske hier vorne zu uns her. Große Klasse. Ja, das waren nochmal nämlich unsere drei Slammerinnen und Slammer. Und bevor wir jetzt mit allem hier weitermachen, bitte an dieser Stelle nochmal einen großen Applaus für diese drei. Vielen Dank für eure wunderbaren Vorträge. Und ich habe den Applaus mal genutzt, um zur Seite zu verschwinden und etwas hervorzuholen. Denn ich hatte es angekündigt, dieser Science Slam, den wir hier vorbereitet haben. Und Science Slam, wir
laut Definition ja irgendwie abläuft, ist ein Wettkampf. Das heißt, mit diesem Science Slam wollten wir zum Ende des Abends hin einen Gewinner, eine Gewinnerin küren. Wir haben einen Gewinner gefunden. Aber ich muss noch mal sagen, das ist ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Wir haben häufig schon erlebt, dass gerade bei Livestreams die Punkte wirklich sehr weit auseinandergehen. Je nachdem, wann, wie die Menschen irgendwie abstimmen, dass die Punktzahlen jetzt so ähnlich waren, das ist wirklich ziemlich cool und spricht irgendwie dafür, dass alle irgendwie wahnsinnig begeistert von allen von euch dreien waren. Von daher Kopf-an-Kopf-Rennen, Glückwunsch und vielen Dank an euch drei. Und trotzdem, es gibt ja, wie gesagt, einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner küren können und wir haben euch dafür drei Geschenke mitgebracht. Haha, Geschenke bekommen alle. Freut euch schon mal. Das erste Geschenk, was ich mitgebracht habe, ich versuche es mal von der Seite aus irgendwie zu geben, das ist für dich, lieber Gewinner des Abends. Vielen Dank. Und zwar ein Buch von Marc Benecke, Lachende Wissenschaft, das Geheimnis, oder nee, Entschuldigung, aus den Geheimarchiven des Spaß-Nobelpreises. Ich finde, das ist für SlammerInnen und Slammer immer eine ziemlich gute Wahl, ziemlich gute Lektüre. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient. Und wir haben zwei zweite Preise, denn es gibt bei uns keinen dritten Preis, es gibt keine Verlierer des Abends, es gibt nur einen Gewinner, den müssen wir ja rechts wegen küren auf jeden Fall, aber trotzdem zwei zweite Preise. Vielen Dank nämlich trotzdem, dass ihr da wart. Wie auch immer, ihr habt unseren Abend genial gemacht, ihr habt das i-Tüpfelchen quasi auf diesen Abend gesetzt und uns einen wunderschönen Spaß hier beschert. Vielen Dank. Das, was ich euch mitgebracht habe oder was wir euch hier mitgebracht haben, ist auch ein Buch und zwar für euch beide das Gleiche. Kommen drei Logiker in eine Bar. Das sind die schönsten Mathe-Rätsel, wunderbar erklärt von Holger Dambeck. Das habt ihr euch auch wunderbar verdient. Einmal für dich und einmal für dich. Und ich würde sagen, an dieser Stelle vielleicht einfach, weil es so schön war, nochmal einen wunderbaren virtuellen Applaus. Ich klatsche mit. Wir lachen alle drei unter der Maske. Und vielen Dank an die Moderation natürlich. Ja. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Und an diesen wunderschönen Ort und das Planetarium. An dieser Stelle darf ich euch drei dann schon langsam wieder von der Bühne bitten. Ich darf noch ein paar Schlussworte sagen, denn wir sind, so schade es auch ist und so schön es auch war, am Ende unseres Abends angekommen. Unser Science Slam geht langsam auf die letzten bisschen paar Sekunden noch zu. Ich darf mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen, lieben Publikum, zu Hause, vor Ihren Bildschirmen, vor Ihren Fernsehern, von wo aus auch immer Sie uns zugeschaut haben, vielleicht ja sogar von unterwegs im Sinne der digitalen Lehre to go. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie so wahnsinnig fleißig hier abgestimmt haben für unsere wunderbaren Slammerinnen und Slammer. Dieses Format, was wir hier heute präsentiert haben, die Science Slams, ist ein Format, was wir generell bei uns im Planetarium, das heißt Großplanetarium Berlin, einmal im Monat zeigen. Jetzt gerade in der Zeit, wo wir Sie hier nicht live und in Farbe begrüßen dürfen im Planetarium, da machen wir das natürlich als Livestream. Diesen Livestream, den finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin, den Sie ja jetzt wahrscheinlich kennen sollten. Da finden Sie außerdem noch ganz, ganz viele andere Videos, denn auch alles Übrige, was wir hier an Shows normalerweise Ihnen präsentieren würden, das teilen wir dort auch mit Ihnen. Ganz viele Livestreams können Sie dort also finden. Und wenn Sie den Kanal zum Beispiel abonnieren, werden Sie natürlich in einem Monat wieder für den nächsten Livestream, im Zweifelsfall vielleicht sogar für den Science Slam dann, benachrichtigt. Wenn Sie das alles fleißig von zu Hause aus auch schauen und dabei schön zu Hause bleiben, dann können wir uns umso schneller hier drin im Planetarium natürlich auch wiedersehen. Das würde mich persönlich sehr freuen, denn echte Menschen nochmal zu sehen und denen dann ins Gesicht schauen zu können, das ist dann doch nochmal ein ganz, ganz kleinen Ticken besser, obwohl ich mich immer noch trotzdem darüber freuen darf, dass wir mithilfe dieser ganzen digitalen Medien, die wir haben, Ihnen den Livestream trotzdem präsentieren konnten und diesen ganzen Science Slam trotzdem nach Hause bringen durften. Damit sind wir wirklich am Ende unseres Abends gekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Abend zu Hause. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald hier drin im Planetarium wieder. Auf Wiedersehen. Dankeschön.